wir unterhalten uns heute über ein sehr häufiges Thema. Ich denke, dadurch auch für viele ein sehr interessantes Thema. Definitiv. Es geht um Kopfjucken, Kopfekzeme, diverse Probleme, die einem die Kopfhaut so machen kann. Es ist wichtig, mal darüber zu sprechen, worauf man vor allem achten muss, welche Probleme auftreten könnten und wie man diese Probleme letztendlich behandeln könnte. Dr. Barbara Meyer-Lehmann, Hautärztin, Ärztin für Dermatologie, Venerologie und Allergologie. Bin nach Jahren in der niedergelassenen Praxis jetzt als Ärztin bei Dermagnostik und möchte mich heute gemeinsam mit Max über Haar-Kopfhautprobleme austauschen. Ja, das stimmt, meine Lieben. Erstmal herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von uns. Ich habe heute hier die Barbara bei uns sitzen. Ja, wie gesagt, ich bin der Max, ne? 21 Jahre, ich studiere Medizin, arbeite hier bei Dermagnostik und beantworte eure Fragen über Kopfhaut, Haare und Nägel. Und wie die Barbara gerade eben schon angesprochen hat, reden wir heute über die Kopfhaut, worauf man da achten muss, welche Probleme es geben könnte und wie man diese Probleme behandeln könnte. Also, erste Frage, oder eher gesagt, womit wir am besten anfangen würden, Barbara, ist vielleicht, dass du uns mal erklärst, wozu überhaupt die Kopfhaut da ist, welche Funktion sie hat und wie sie generell vielleicht aufgebaut ist, so welche wichtigen Fakten es zur Kopfhaut allgemein. Kopfhaut ist wie das gesamte Hautorgan, unser Organ zur Umwelt. Sie kontaktiert mit der Umwelt und sie schützt eben vor der Umwelt. Wobei wir eben auch schon bei einem Grundproblem sind. Die Kopfhaut muss im Laufe der Jahre viel aushalten. Man wäscht, man föhnt, man tönt, man macht alles Mögliche. Es gibt Gel, es gibt Wachs und all das muss diese arme Kopfhaut mal erst tolerieren. Das heißt, es wird oft ein zu viel der Kopfhaut zugemutet, weil sie eben das, ja, als Grenzorgan eben zwischen Organismus und der, ja, wir nennen sie mal Haarpracht, die der eine mehr, der andere weniger hat, steht. Und um diese Haarpracht zu erhalten, zu verfeinern, zu optimieren, wird eben die Kopfhaut sehr belastet. Mhm. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, die man anführen muss, dass weniger Belastung der Kopfhaut, weniger Treatments besser sind, die Kopfhaut ab und an auch mal eine Schonung braucht. Klar, frisch gewaschenes Haar duftet, sieht immer sehr gepflegt, sehr schön aus, aber tägliches Haarewaschen setzt der Kopfhaut zu. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen, dass wir der Kopfhaut sehr viel zumuten und deswegen auch die Kopfhaut so ein bisschen überstrapazieren, wenn ich das richtig verstanden habe. In dem Bezug, könntest du mir so ungefähr mal ein bisschen erklären, was wir vor allem falsch machen? Ja. Also welche Dinge es gibt, die wir täglich vielleicht als normal ansehen, aber die eigentlich gar nicht gut für unsere Kopfhaut wären oder sind. Ja, also ich habe es ja eben schon kurz angesprochen. Eins davon ist das tägliche Waschen. Mhm. Man ist sportlich aktiv, man steht unter der Dusche und die Kopfhaut nimmt man dann auch gleich wieder mit. Ja. Das ist nicht günstig, aber ich denke mittlerweile schon fast eher die Regel als die Ausnahme. Ja, dann eben sind die Mittel manchmal auch zu hoch dosiert. Mhm. Wenn man täglich eben schon die Kopfhaut wäscht, muss man nicht zweimal shampoonieren. Ganz wenig Shampoo nehmen, auch mal eben zu milderen Dingen übergehen. Die Industrie offeriert uns natürlich wahnsinnige Dinge, die nach Kokosöl und nach der ganzen Exotik der Welt duften. Ja. Das heißt, es sind sehr viele Duftstoffe drin, die der Haut auch nicht unbedingt bekommen. Also eben eher was Unparfümiertes nehmen. Dann ist man schon relativ auf der sicheren Seite. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht es darum, dass man nicht nur darauf achtet, wie oft man sich die Kopfhaut wäscht, sondern auch vor allem, welche Produkte man in dieser Kombination mit benutzt. Und genau, dass es da wichtig ist, dass anscheinend bestimmte Inhaltsstoffe bestimmte Schäden verursachen können. Das bedeutet letztendlich, worauf man achten muss, ist nicht nur das Produkt, nicht nur die Regelmäßigkeit, in der man seine Haare wäscht, sondern vor allem auch die Kombination aus den ganzen anderen Zeitfaktoren, wie zum Beispiel auch das Föhnen, was du ja gerade eben schon angesprochen hast. Genau, als nächstes dann eben, wenn sie die Haare nun mal gewaschen, dann müssen sie noch getrocknet werden. Günstig ist es, immer die Haare an der Luft trocknen zu lassen, wenn man die Möglichkeit dazu hat und nur das Endstyling mit dem Föhn zu machen. Ja. Aber natürlich aus Zeitgründen funktioniert das nicht immer und im Winter geht es ja auch nicht mit nassem Haar, das Haus zu verlassen.
Also da mal wirklich die tägliche Haarroutine einfach überdenken und sich denken, ja, vielleicht könnte ich da meine Kopfhaut ein bisschen verwöhnen, indem ich eben nicht zu viel mache, sondern sie einfach mal in Ruhe lasse. Gibt es denn abgesehen von dem nicht zu viel machen auch andere Tipps, die du beispielsweise hättest, wie man seine Kopfhaut verwöhnen könnte? Ja, es kommt dann jetzt eben wieder auf die Kopfhaut an. Manche haben sehr trockene Kopfhaut. Da ist es sogar gut, wenn man mal eine linolsäurehaltige Tinkturen gibt, die eben quasi so eine Vitaminzufuhr an der Kopfhaut machen. Ganz, ganz wichtig eben, wenn die Kopfhaut nicht so sehr behaart ist oder gar nicht, dass man da eben auch an Lichtschutz denkt. Okay. Hautkrebs bei Männern, die eben Glatze haben, ist sehr, sehr häufig, weil eben die Kopfhaut nicht durch Haare geschützt ist. Und man natürlich auch immer vergisst, jetzt Gesicht cremt sich jeder ein, aber eben, wenn es darum geht, die Hände einzucremen oder eben die Kopfhaut, dann denkt man da schon mal nicht mehr so drüber nach. Ja. Und daher kommt eben auch die Häufigkeit, dass eben die Kopfhaut sehr lichtexponiert und dadurch auch sehr tumorgefährdet ist. Also im Endeffekt, um das zusammenzufassen, weil das, was du gerade eben schon angesprochen hast, ist wirklich noch ein Punkt, auf den ich gerne eingehen wollte. Es ist tatsächlich also wichtig, dass man erstmal sich klar macht, was für eine Art Kopfhaut man überhaupt besitzt. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Welche unterschiedlichen Typen oder Arten der Kopfhaut gibt es denn? Gerade eben hast du schon über einen trockenen Typ gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es neben dem trockenen den noch haarlosen andere? Typ hatten wir auch. Ja, ja, jetzt kommt der seborrhoische Typ. Okay. Also das gibt es manchmal eben in Kombination mit Akne im Pubertätsalter, aber manchmal auch später, dass die Talgdrüsen überaktiv sind. Das heißt, ja, da bleibt einem nichts anderes, als täglich die Haare zu waschen, weil das Nachfetten halt so stark ist, dass man das eben aus Gründen der Gepflegtheit einfach machen muss. Aber man kann noch mehr machen. Wenn ein seborrhoisches Ekzem der Kopfhaut besteht, ist oft das sogenannte Mikrobiom der Kopfhaut gestört. Das heißt, wir haben manchmal zu viel an Hautpilzen. Gewisse Anzahl an Hautpilzen hat jeder. Es sind also keine Krankheitserreger, nur eben das Gleichgewicht ist gestört. Und da helfen Antipilz-Shampoos sehr gut, um das Mikrobiom zu stabilisieren, zu normalisieren und dadurch auch diesen Kreislauf des ewigen Nachfettens, ewigen Waschens zu unterbinden. Das ist die Behandlungsmöglichkeit beim seborrhoischen Ekzem, die Anfangsbehandlung. Manchmal reicht noch nicht mal das, dann müssen kortisonhaltige Mittel her, dann muss der Hautarzt her. Ja, das waren jetzt wirklich sehr viele Informationen. Ich glaube, um das zusammenzufassen, am besten nochmal ist im ersten Schritt immer wichtig, sich klarzumachen, was für ein Haartyp man, oder eher gesagt Hauttyp, nicht Haartyp, Hauttyp man hat, ob man einen trockenen Hauttyp hat, wie gesagt, gar keine Haare hat oder eher diesen fettigeren Hauttyp hat. Und dann abhängig davon individuell zu entscheiden, was braucht meine Haut jetzt wofür. Richtig? Genau. Okay. Nein, auf jeden Fall, ja, sehr viele Informationen, Barbara, und sehr, sehr viele Sachen. Ich glaube auch tatsächlich viel zu viele Sachen, um die alle jetzt miteinander zu verarbeiten. Aber wichtig ist, meine Lieben, solltet ihr bei euch irgendwelche Probleme feststellen oder irgendwelche Fragen zu eurer Kopfhaut haben, dann stehen unsere Fachärztinnen von Dermanostik, unter anderem auch Barbara, gerne zur Verfügung, um jegliche Fragen von euch zu beantworten. Deswegen schickt eure Bilder an uns, macht alles, stellt eure Fragen. Und vor allem, liebe Leute, ist es jetzt das zweite Mal gewesen, dass wir hier in diesem Interviewformat hier unser Video gedreht haben. Wenn euch das gefallen hat, lasst mal einen Kommentar da, lasst mal ein Feedback da, um zu wissen, ob ihr gerne sowas wiedersehen wollt, dass ich mich hier mit unseren Fachärztinnen zusammensetze und über bestimmte Themen spreche. Vielleicht lasst auch ein paar Themenvorschläge in den Kommentaren da. Ansonsten liked das ganze Video, folgt uns vor allem, damit ihr solche Videos wie dieses hier nicht verpasst und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.